Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull and Bones. Ihr redet zu leise. Also das hier ist das Schiff, das wir versenken sollen. Müssen wir. Wo ist denn Fort Louis? Wissen wir noch gar nicht, ne? Schätze, also Fort Louis ist ja irgendwas, wo ich an Land gehen kann. Ah, ist eh direkt hier. Nice, nehmen wir gleich. Ah, schaut mal. Der hat. Warte mal, der hat die Segel, wo ich dachte, die hätte ich jetzt. Oder ist das nur die Zeichnung da drauf, dieses Neon? Oh. Warte mal, wo ich wieder hinfahre. Nö, wollen nicht noch mehr Akazien sammeln. Erstmal. So, wollen wir dem. Das Grab von Bloody Bones schon finden. Es klingt ja schon so, als ob wir kurz vorm Ziel wären. Aber das waren wir das letzte Mal auch schon mal irgendwo. Erinnere ich mich und dann. Das hier wird nicht sein Grab sein, hoffe ich, weil. Wow, dann. Mei, wer wird da? Hier ist es. So, Nachforschung. Manga Nirina, ich erinnere mich an den Frühling, als du starbst. Du warst 10, ich war 12. Erinnerst du dich an den Grundstücksbesitzer? Charlottes Vater? Er gab uns mal eine Handvoll Zucker. Da fand ich ihn noch nett. Bis er dich mit dem Saphirring erwischte, den du gefunden hattest und den du so liebtest. Einen Monat kein Essen war seine Strafe für dich. Ich durfte mein Essen nicht mit dir teilen, selbst als du langsam dahingesiecht bist. Als der Aufstand der Bauern kam, flohen sie nach Frankreich. Charlotte sagte, sie sei auf ewig meine Schwester, aber sie half mir nicht, dich zu begraben. All die Jahre jage ich sie nun schon und füttere sie mit ihren ach so wertvollen Edelsteinen. Dir wollten sie nicht mal Brot geben. Nur die Saphire, die hob ich für dich auf. Meine wunderschöne kleine Schwester. Jetzt sterbe ich und werde täglich schwächer. Ich kann nicht mehr gegen sie kämpfen. Doch ich sorge dafür, dass sie uns nie vergessen. Sollen sie mich in das Herz der verdorbenen Stadt bringen, die sie auf unserem Rücken erbaut haben? Ich verfluche sie in alle Ewigkeit. Mhm. Jetzt ganz fertig mit Bloody Bones. Mhm. Haben wir sogar eine goldene Kiste irgendwie bekommen. Hier. Was ist da so drin? Todeshand, neue Lemur. Nice. Oh, dafür bekommen. Ach, die weiß immer noch nicht, wo die Schatzkarte ist. Mhm. Das heißt, wir haben
Vermächtnis von Bloody Bones ganz fertig. Die Ashen Corsair. Ein Stück weit. So. Da waren wir ja noch gar nicht da oben. Okay, dann ist das erste Mal noch nichts, was wir machen wollen. Wir gehen erstmal nach St. Anne, weil ich will auch meinen Post lesen, um sagen zu können, was jetzt mit diesem Battle Pass genau ist. Kartbrief ist jetzt verfügbar. Suche William Blackwood. Das ist wahrscheinlich diese Nebenquest, ne? Ja, hier ist er. Noch ein betrunkener Lump, der kommt, um meine Bekanntschaft zu machen? Seid ihr nicht mehr ganz bei Trost? Oder dürstet es euch nach mehr? Ein mächtiger Wohltäter auf eurer Seite könnte den Unterschied machen. Mein Arbeitgeber, Mr. Frederick Tuling, mag gemütlich in New York sitzen. Doch seine Beziehungen reichen bis weit in den Indischen Ozean. Ich sah, dass sie die Gesellschaft hiesiger Piratenfürsten sucht, gemeinsam die Meere plündert und jene vernichtet, die euch gefährlich werden könnten. Doch wie weit können euch diese Verbündeten voranbringen, Captain? Mr. Tuling hat große Pläne für den Indischen Ozean. Pläne, die weit über diese Piratenfürsten hinausgehen. Wenn die Zeit gekommen ist, wird jemand über diese Region herrschen müssen und dafür sorgen, dass die Geschäfte glatt laufen. Sei es mit subtilen Methoden oder mit fester Hand. Seid ihr dieser jemand, Captain? Warte, macht er lang. Und wir stellen euch die Mittel zur Verfügung, um auf See wie an Land zu einer gefürchteten Legende zu werden. Doch zuerst die Arbeit. Es wird nicht leicht. Die großen Kompanien streben unerbittlich nach Macht, während mächtige Piratenkapitäne um Ruhm und Reichtum auf dem Indischen Ozean kämpfen. Einer von ihnen bereitet Mr. Tuling ganz besondere Sorgen. Ein Unhold von einem Kapitän aus der Karibik, der überall Seuchen verbreitet und sich das Chaos zunutze macht. Philippe La Peste bedroht nicht nur das Geschäft meines Arbeitgebers, sondern auch das aller Freibeuter wie euch. Wenn es soweit ist, müsst ihr zu allem bereit sein. Mr. Tuling hat seine Hände überall im Spiel und er wird immer mehr von euch verlangen. Bleibt auf Kurs, Captain. Okay. Erhalte Schmugglermarken. Den Kaperbrief jetzt kann ich nicht ansehen. Mein Arbeitgeber bietet jenen Gelegenheiten, die sich auf der Wir werden jede Woche neue Aufgaben für euch haben. Sprecht mich an oder seht in eurem Logbuch nach, um euren Fortschritt zu erfahren. Vertretet die Interessen meines Arbeitgebers in der Region und ihr werdet belohnt. Sofern ihr nicht auf dem Meeresgrund landet. Aha, Highlights im Kaperbrief. Tobende Gezeiten. Quartiermeister. Erhalte Pläne der La Potos, um Schwachpunkt von La Peste Flaggschiff der La Potos zu enthüllen. Das erlaubt deinen Kanonen, dem Festkönig Schmerzen zu bereiten. Kanonenmeister, erhalte die epische Karonade mit ihrer unerbittlichen Feuerkraft, um die Rümpfe deinen Gegner zu durchbrechen, sie auf den Meeresgrund zu schicken. Rüste dein Flaggschiff mit der Panzerung zorniger Zwinger aus und sieh dabei zu, wie deine Gegner an seinen giftigen Gasen ersticken. Okay, verdiene Schmugglermarken, indem du deinen Ruhm steigst oder Erasmus abschließt. Für jeweils 1000 erhältst du eine Marke, mit der du Stufen im Capri freischalten kannst. Setze sie ein, um Stufen freizuschalten. Und ich kann beliebig auf 3 verschiedene Pfade verteilen, okay? Schalte alle Stufen der 3 Belohnungspfade frei, um den Capri abzuschließen. Zusätzlich Belohnungen zu erhalten. Kaufe den Premium Pass, um weitere Belohnungen freizuschalten. Belohnungen. Und den Skelly Valley kriegen wir auch. Ich hab ja einen. Ah, schaut mal hier, ich kann hier zum Beispiel Felder freischalten. 2 Marken, 3 Marken, 4 Marken. Sind das hier nur für Premium?
Das ist was, was ich jetzt quasi nicht bekomme, weil ich nicht noch echt Geld ausgegeben habe. Ehrlich gesagt, das würde ich mir dann überlegen. Ich meine, ich habe so eigentlich nichts bezahlt für das Spiel. So, das müssen wir, aber die sind ja hier, das sind ja alles rein. Die hier will ich halt eigentlich haben. Wir fangen mal erstmal hier einfach an. Wir haben erst eine Marke. Herausforderung. Werden jede Woche erneuert. 50 Mal Nahrung kochen. 15 Aufträge am Auftragsbrett. 3 Blackwood-Aufträge. Wer auch immer William Blackwood ist. Der, mit dem ich gerade rede, glaube ich. Und 6 Händler-Konvois. Und eine gewisse Schadensding. Welle 1. Alle 30 Tage, okay. Oh, als, ja, ist halt wieder als Gruppe, ist ein bisschen gemein, wenn man keine Gruppe hat. Aber naja, machen wir so. Vergiftete Küste. Für Piratengesindel scheint er fähig genug, um ein ehrbarer Teil von Mr. Tulings Geschäften zu werden. Doch das wird sich erst noch zeigen. Ja. Wird es sich wohl. Großes Vertrauen bringt größere Erwartungen hervor. Okay, dann wollen wir mal in unserem Briefkasten schauen, was wir da schon wieder alles bekommen haben. Sohn der Freiheit. Während die Kompanien euren Wert in Silber bemessen, würden die Piratenfürsten im Indischen Ozean euch eher die Kehle aufschlitzen, als euch unter einer anderen Flagge als ihre eigenen segeln zu lassen. Hier sind die einzigen wahren Worte, nach denen man leben sollte, Captain. Das einzige Gegengift für die Tyrannei ist, selbst Macht zu haben. Lasst euch nichts anderes erzählen. Wie ich hörte, könnt ihr eurer wachsenden Flotte nun eine Schnau hinzufügen. Dieses schöne Schiff hat Feuerkraft und trotz der rauen See wie ein eingefleischter Junggeselle den Verlockenden der Ehe. Was? Neues. Das finde ich gut. Gut gemacht, vielleicht seid ihr wirklich würdig zu unserer Organisation gehören. Kehrt zum Pommier in St. End zurück, falls ihr euch unserer gegenseitigen Geschäftsvereinbarung verpflichtet. So, naja, verwerfen ist übertrieben. So, wir wollen wieder ein paar Kisten hier aufmachen. Betrachtet dies als euer zweites Schiff, Kapteni. So, ein bisschen Essen und so, das ist gut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, Kalverien auch nicht. Die verkaufen wir. Es ist so heiß. So. So ungefähr. Und hier ist auch irgendwo eine Kiste. Ah ja, schaut mal. Na, ist sie zum Zahmer. So, mal hier rüber, was wir verkaufen. Ich schütze eure Wertsachen mit meinem Leben, Kapitän. So, dann gibt's hier im Auftragsbrett was Neues. Er hält sich für einen Gentleman-Piraten der Latrinenputzer. Okay, Pelze schmuggeln können wir machen. Wir haben eine DAO. So. Ehrlichkeit und Händler. Was, angeblich kann ich ein neues Schiff bauen. Der Ruf kann schnell reisen. Eurer fliegt wie der Wind. Wie heißen die denn? Das fasst mich. Wie da. Kleines Raumschiff.
Na, no, das hier könnte ich jetzt grundsätzlich bauen, ne? Wüsste das Seevolk, wer ich bin, würde ich verbannt, weil Fahrerblut in mir fließt. Mögen die Schwachen in eurem Kühlwasser. So, und wo wäre das? Ganz hier oben. Irgendwann muss da jetzt einfach mal hinsegeln, glaube ich. Ja, also bei dir kann ich noch nichts Neues bauen, bei dir kann ich jetzt schnell mal was verkaufen, lieber Schmied. Hier im Schlupfwinkel kennt jeder euren Namen. Nicht irgendwie was Neues herstellen? Halbkanonen, wir haben die da. Basilisk haben wir. Sag mal hier. Hier bei den Bombarden habe ich ganz viel neue. Brandbombarde 2. Und eine Brandvollkanone. Die wollen wir auf jeden Fall herstellen. Nice. Können wir vorne nämlich hinstellen. Statt unserer jetzigen. Ah, oh, Torpedos hätten wir. Dann will ich so eine auch mal herstellen. Grundsätzlich eigentlich eine Bombarde schon cool ist. Ich will ein größeres Schiff, das nervt mich im Moment ja am meisten. Ich will eins, wo ich in die Mitte was stellen kann. Eine Bombarde zum Beispiel. Oder ein Mörser. Wäre auch cool. Ah, hier fehlen mir leider immer noch überall die ganzen Baupläne. Ich dachte zwar, ich hätte hier einen neuen bekommen. La Fortress 2. Aber Stahl. Ich hab Stahl. Ja, da haben wir noch nichts. Schön, dass du auch irgendwas von Stahl erzählst. So, dann wie immer einmal Veredelungstour. Der berühmte Seemann ist zurück. Ich habe alles, was ihr braucht. Da wird schon immer das in meinem Dings hinten auch angezeigt, gell? Eure Münzen haben mich noch immer zufrieden. So, Freunde, die Vollkanonen, das freut mich, dass wir die haben. Finde ich gut. So, dann soll ich mit Janita nochmal reden. Na, was trinkt ihr heute? Ihr habt die Banden in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Eine reife Leistung. Ihr seid jetzt bereit für den nächsten großen Schritt. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass euer Kontor ausgebaut wurde. Solche Vorteile bringt der Erfolg hier eben mit sich. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Oh, ich weiß nicht, ja, so richtig viel haben wir noch nicht. Aber da gibt es ja auch dann coole, ultra coole Waffen. Die See sei euch hold. So, dann müssen wir wieder in unser Kontor. Lass mich an, jetzt kriegen wir das Mondzeug, was ich gerade schon haben wollte. Ein kleines Fischerdorf östlich von hier. Ja, da war ich noch nicht. Jetzt gehört es zu uns. Ich habe eine Schwester dort, die macht, was ich mache. Nur besser. Ihr Kontor ist als Opiumhöhle getarnt. Sie ist klug und zäh. Sie heißt Huma und ist nicht so nett wie ich. Nehmt's nicht persönlich, aber sie mag niemanden. Nicht mal mich, um ehrlich zu sein. Falls ihr größere Fische fangen wollt, ist sie die Richtige. Sie kann euch Beute zeigen, die es hier nicht gibt. Habt ihr Humas Vertrauen gewonnen, kann sie euch viel beibringen. Ich lege ein gutes Wort für euch ein. Der Rest liegt an euch. Dieses Abzeichen weist euch als zuverlässiges Mitglied unserer Organisation aus. Das könnte euch bei Huma helfen, aber verlasst euch nicht drauf.
Vergesst eure Janita nicht, Galbi. Ich habe mich so an euch gewöhnt. Hier wird es immer was für euch geben, wenn ihr mich besucht. Mhm. Elena Telok an Penjara. Hier, Brennerei müsste auch fertig sein, oder? Haben wir das letzte Mal, glaube ich, nur gestartet. Lotus-Opium ist schwierig. Ah ja, schaut mal hier, weil so einen habe ich ja gar nicht. 106 Stück wären gut, ne? Ja, dafür habe ich 86 und 30 lasse ich gerade nochmal machen, ne? Das wären 116. Ich kann das hier annehmen. Da haben wir einen Haufen Quests hier angenommen. Warten wir nur kurz auf die Brennerei. Aber das geht eigentlich immer ganz flott, ne? Oh ja, 6 Minuten. Dann gehen wir nochmal in den Hafen nach St. N und machen währenddessen was anderes. Sechs Minuten sind mir doch 7 zu viel. So, du hast auch nichts wirklich Neues für mich. Kann ich hier sonst noch? Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich kann wieder zu Skurlock gehen. Machen wir das mal. Ein schnelles Schiff und ein guter Captain. Derzeit. Ich tippe auf die Holländer, die gierigen Bastarde. Mal schauen, was der wieder zu erzählen hat. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Na immer, oder? Seht ihr das? Französische Leichen durchbohrt von Speeren der Fahrer. Wracks verstopfen den Hafen. Euer Talisman-Schwindel hat die Fahrer bis aufs Blut gereizt. Sie sind im Krieg und Karadek ist völlig ahnungslos. Sie tanzen auf dem Feuer, das wir geschürt haben. Aber der Rauch schlägt auch uns ins Gesicht. Die Waren für New York sind nie angekommen. Ich dachte, das Chaos mit den Franzosen wäre dafür verantwortlich. Doch inzwischen glaube ich, dass es eine Ratte gibt. Die Lage eure ist Waren. Und es gibt weder ein Wrack noch irgendeinen Hinweis. Na, keine Sorge. Meine Spitzel finden die verlorene Fracht und lassen die Ratte büßen. Ihr heizt den Franzosen weiter ein. Bis nur noch Asche übrig ist. Lasst euch nicht unterkriegen. Gut. Dann warten wir, bis ihm eine Idee kommt. Okay. Dann gehen wir kurz zur Schneiderin rein. Ziehen uns mal wieder um. Ich will, hab Lust auf irgendwas Neues. Nee, da lass ich mal den, den wir haben. Der ist cool. Ein Jute ja, Goldohrringe. Erst nehmen wir die.
Weil bei mir immer schwierig, wenn mal was gefällt, dann ändere ich das immer nie. Kenne ich mich schon. Naja, es passt halt gut zusammen. Finde ich eigentlich eine andere schon lustig. Nehmen wir mal die, weil diese schwarze Lederhose, ich weiß ja nicht. Schreckliches Wetter in letzter Zeit. Finde ich fast die lustig. Ah, das finde ich cool. Hier, nehmen wir mal die. Einmal Samen. So, gut, wunderbar. Wir haben uns nicht viel verändert. Aber ich wollte mal gucken, was wir haben. Ihr wollt schon wieder gehen? Ja. Lass mich weg hier. Seht euch den Scherzkeks an. So, dann gehen wir in unser Kontor. Und dann warte ich da schnell, bis es fertig ist und dann dürfen wir ihn. Also jetzt darf ich ja quasi schon nicht mehr schnell reisen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Jetzt hier. Nicht möglich. Bis zur Auftragserfüllung. Bis wir das hierhin, genau, abgeschlossen haben. Und dann können wir dann am Weg gleich das hier machen. Na, okay. Hier oben ist Niederländisch-Indien, da ist der nächste, der zweite Hauptsitz. Okay. Dann warten wir, bis wir halt, ja, was, 120 oder so haben. Und dann ist man demnächst bald einen langen Segelausflug, würde ich behaupten. Da waren wir dann, so bis da hinten, es wird schon ein paar dauern wahrscheinlich, ne? Das schaut mal an, ist eh schon fertig. Zwei warten wir jetzt noch ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.